Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Diesmal nehme ich das Video sowohl für Gameplay Gamers als auch für das NMAC auf. Also ihr könnt es vermutlich bei beiden Quellen dann sehen. Und zwar geht es heute um das Wii U-Spiel Super Mario Maker. Ja, Spiel ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, denn es handelt sich hierbei eigentlich um einen Editor, mit dem man ja Super Mario Levels bauen kann. Ja, und anschließend spielt man die natürlich und tauscht sie weltweit mit anderen Leuten. Was ich für eine ziemlich coole Idee halte und ich bin schon sehr gespannt, was mich in dieser Edition hier erwartet. Also das hier ist die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, vielleicht Special Edition. Keine Ahnung, Nintendo hat sie jetzt hier nicht unbedingt markiert. Sagen wir einfach mal, es ist eine Limited Edition. Und diese Version enthält, wie ihr es hier schon erkennen könnt, auch den Amiibo mit dem, ja, 8-Bit-Mario oder wie Nintendo den auch immer nennt. Jedenfalls, zum Unboxing. Hier oben seht ihr dann Artworks aus Super Mario Brothers. Darunter dann das große Schriftzeichen oder der Schriftzug zu Super Mario Maker. Darunter natürlich die Hinweise zu USK ab 0 Jahren. Die PG sagt ab 3, was ich auch ein bisschen für sinnvoller halte. Und selbst da wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Und ja, es erscheint eben zum 30. Geburtstag von Super Mario Bros. Und wenn man sich erinnert, zum 25. Geburtstag, also vor 5 Jahren, erschien eine Neuauflage von Super Mario All-Stars für die Wii. Und ich finde, das ist aber wesentlich besser, diesen Geburtstag zu feiern mit so einem großen Editor. Ja, von der Seite sieht die Packung so aus. Da hat man dann oben mal einen Einblick, wie das Spiel aussehen soll, mit so einer, ja, gelb-orangenen Hülle, würde ich mal sagen. Darunter dann ein Artbook zu Super Mario Maker und eben der Super Mario Bros. 13th Anniversary Amiibo. Mii wäre ein bisschen Quatsch. Ja, und auf der Rückseite finden sich dann eigentlich nur ein paar Hinweise zum Spiel selbst. Also ihr seht, es gibt dann zum Beispiel, ja, Elemente von Super Mario Bros., Super Mario World, Super Mario Bros. 3 und Super Mario Bros. U, die man verwenden kann. Beziehungsweise in jedem Stil ändern sich die Elemente dann natürlich. Und ich finde es eigentlich, ja, schon ziemlich, ziemlich cool, was man hier so alles machen kann. Und hier unten seht ihr dann auch noch, so welche Controller und so weiter das Spiel unterstützt. Ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Ich hoffe, man kann es dann erkennen, aber alles, was auf der Wii U in irgendeiner Weise funktioniert, funktioniert auch mit diesem Spiel. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ein Spieler. Ich meine, man hätte hier auch Levels für mehr als einen Spieler, ja, erstellen können. Also, das war ja bei New Super Mario Bros. U zum Beispiel so schon, dass man auch zu viert spielen konnte. Ist hier leider nicht so, aber was soll's. Packen wir das Spiel doch an dieser Stelle mal aus. Hier oben habt ihr dann noch ein Artwork von, ja, auch Super Mario Bros. In Verbindung mit diesem, ja, mit dieser schönen Farbe. Und ja, packen wir also mal aus, was hier alles drin ist. Zum einen ein original verpackter, ja, Amiibo von Super Mario Bros. So sieht er aus, also 8-Bit. Ich werde den gleich auch nochmal so auspacken, keine Sorge. Und hier befindet sich dann das Spiel und das Artbook. Und sonst ist eigentlich in dieser Packung nichts drin, also sehr viel Luft wurde auch mitgeliefert. Vielen, vielen Dank, Nintendo. Luft kann man immer super gebrauchen. Ja, ich werde die Sachen mal nach der Reihe auspacken. Ich denke mal, erst einmal das Spiel. So sieht es aus, Super Mario Maker. Ich denke mal, so kauft man es sich dann auch im Laden. Es sei denn, wie immer, die Rückseite ist halt multilingual. Wie immer bei den Limited Editions von Nintendo eben, ja, ausgestaltet. Ich denke mal, wenn man sie so im Laden kauft, wird sie komplett auf Deutsch sein. Würde mich mal interessieren, hat diese Edition jemand von euch? Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten, die Rückseite verändert sich hier nicht groß, also zu dem, was da schon auf dieser großen Pappschachtel, ja, was da schon drauf stand. So, die verschweißte Version ist weg und was liegt dabei? Sicherheitshinweise, Papier, Verschwendung und dann natürlich das Spiel. Und man sieht mal wieder keine Anleitung. Nintendo, verdammt nochmal, schämt euch, wir leben im Jahr 2015. Und so etwas sollte für ein großes Unternehmen, wie ihr es seid, eigentlich kein Problem sein. Ja, die Anleitung ist auch digital und wenn ihr die Umwelt schützen wollt,
Ihr wisst, was ich meine. Und hier ist dann das Artbook, was dann natürlich, denke ich mal, sehr, sehr schön ist und da auch sehr viel Farbe reingesteckt worden ist. Ich werde euch mal ein paar Seiten einfach mal so zeigen. So sieht das hier aus. Ich glaube, Nintendo hat dieses Artbook auch schon als PDF kostenlos veröffentlicht. Finde ich ein bisschen schade, weil sowas sollte schon limitiert sein. Denn wenn man das sich am Computer anguckt, ist es natürlich nicht mehr ganz so schön, wie dann hier, sag ich mal, in physischer Form, wofür es ja eigentlich gedacht ist. Ja, ist ganz nett, kann man sich mal schön angucken, werde ich mir nachher mal auch in Ruhe die Zeit nehmen, da mal durchzublättern. Möchte ich euch jetzt auch gar nicht zu viel hiervon zeigen. Stattdessen möchte ich euch noch den Amiibo vorstellen. Der ist dann, ja, wieder ganz normal verpackt, also so kann man den auch im Laden kaufen. Also hier ist es dann wieder, ja, multilingual. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie es bei den anderen Amiibo ist, ob man sich da auch die Mühe macht, dann deutsche Verpackungen in den Handel zu stellen. Ist natürlich immer schade, wenn ich diese Packung hier kaputt machen muss. Es geht natürlich auch sehr, sehr viel schon dafür die Packung, aber die Packung ist mir eigentlich grundsätzlich egal. Hauptsache der Amiibo gefällt mir. Und das fühlt sich schon mal gut an. Also der ist ziemlich massiv, der ist natürlich auch aus Plastik und man merkt hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es so sehen kann, dass er so ein bisschen verbogen werden kann. Also es ist nicht kompletter Hartplastik, wie es dann zum Beispiel Lego ist, sondern dann schon so ein bisschen, ja, halt ein bisschen lockerer. Soll natürlich, denke ich mal, schützen, wenn er so verschickt wird, obwohl der nicht gut geschützt ist. Aber man sieht, die Unterlage ist schon ganz anders wie bei anderen Amiibo, wo man hier normal, ja, so eine flache Ebene hat. Ist das hier, ist eine Warp-Röhre. Ja, was ich davon halte, ich weiß es nicht so ganz. Ich finde es auf jeden Fall cool, diesen Amiibo in meiner Sammlung zu haben, obwohl ich ja eigentlich nicht so der Fan von Amiibo bin. Ich finde, sie sind eigentlich Geldverschwendung, weil der Nutzen ist verdammt gering für 15 Euro pro Stück. Aber so also die ein oder andere Figur, besonders bei Limited Editions, bin ich natürlich gerne dabei, auch mal ein bisschen da zu Geld auszugeben. Finde es nur schade, dass er auch einzeln erhältlich ist, weil so ist er definitiv kein Sammlerstück mehr. Gut, ich habe euch jetzt mal gezeigt, was in der Limited Edition von Super Mario Maker enthalten ist. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Spiel habt oder zum Editor, dann dürft ihr die sehr gerne in den Kommentaren stellen und ich werde sie so bald wie möglich beantworten, denn dieses Spiel lasse ich mir nicht entgehen, es schnell zu spielen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!